Die Ausstellung heißt White Cube Black Box. Das ist bereits die 6. Ausgabe unseres Sammlungsformats Collected. Der White Cube und die Black Box sind zwei Raummodelle des Präsentierens von Gegenwartskunst. Ich habe mich letztes Jahr intensiver mit diesem Begriff des White Cube beschäftigt und bin eben da auch auf diesen Widerspruch gestoßen zwischen einerseits diesem gleißend hellen, sakralen Raum des White Cube und andererseits dieser Black Box. Also das ist die Bezeichnung für den Film- oder Projektionsraum. Also es ist sozusagen Helligkeit versus Dunkelheit oder, wenn man so will, vielleicht auch Kopf gegen Bauch, ein Widerspruch, der sich da abspielt. Und mit diesem Widerspruch und auch mit dem Überkommen dieses Widerspruchs, der oft auch ein bisschen künstlich herbei zitiert wird, beschäftigen sich eben diese 6 Künstlerinnen und Künstler, die wir in der Ausstellung zeigen. Diese Arbeit ist entstanden 2016 on Radar Hocus Pocus Dazzle Go. In dieser Arbeit möchte ich dem Betrachter die Möglichkeit geben, sich mit dem Hintergrund zu verschmelzen. In Anlehnung, vor allem in der heutigen Zeit, wo wir durch die ganzen Social Media, Facebook, Instagram, immer mehr in der Öffentlichkeit stehen und der Mensch immer gläserner wird, eben mit dem sehr clownesken, rombastischen Rompenanzug, und der Betrachter soll sich diesen dann selbst anziehen und dann erst in der Interaktion mit dem Kunstwerk zum Kunstwerk werden. Die Künstlerinnen und Künstler, die wir eben in dieser Ausstellung jetzt zeigen, sie entscheiden sich nicht unbedingt für den White Cube oder die Black Box, aber sie beschäftigen sich alle mit dem Medium der Ausstellung und überkommen in ihrer Arbeit auch diesen Widerspruch eben. Also das ist zum Beispiel der Fall bei Nadim Vardag, und der hat beispielsweise Kohlezeichnungen erstellt, die eben sehr akribisch gearbeitet sind und Kinoleinwände darstellen. Sind auch zum Beispiel die Arbeiten von Carola Dertnik, die sich mit diesem Medium Film beschäftigen, aber sich auch ganz stark an der Grenze zwischen Film und Malerei bewegen. Und dieses Filmmaterial hat sie eben kollagiert auf ihre Leinwände, wieder abgelöst, übermalt und so eben Muster erzeugt, die aber keine bloßen Ornamente darstellen, sondern eben sehr, sehr pointierte Kommentare auf das Wechseln vom Medium des Films zum Medium der Malerei und wieder retour. Ein anderer Künstler, den wir zeigen in der Ausstellung, ist Markus Schienwald, der sich auch seit vielen Jahren in seiner Arbeit überhaupt mit dem Medium Ausstellung beschäftigt. Und bei Markus Schienwald ist es eben sehr oft der Fall, gerade in der Malerei, dass er eben auf Flohmärkten oder am Sekundärmarkt historische Porträts sucht und findet, die dann analysiert und mit prothesenähnlichen Gegenständen übermalt. Und in dem Fall jetzt von der Arbeit Emma, die wir in der Ausstellung zeigen, hat er eben die Wand, auf der dieses kleinformatige Gemälde präsentiert wird, gleich mitorganisiert in Form eines Museumsmaskottchens. Florian Pumhösl hat für seine Arbeit Bewegliche Bühne eine displayartige Vorrichtung geschaffen von 4 schwarzen Flächen mit kleinen schwarzen Konsolen, auf denen eben verschieden geschnittene Glasformen präsentiert werden, die eben auch auf diesen Modus des Zeigens und Präsentierens und die Choreografie überhaupt im Ausstellungsraum aufmerksam machen. Und die letzte Künstlerin, die sozusagen diese Runde von 6 Künstlerinnen und Künstlern komplettiert, ist die Dorit Margreiter. Dorit Margreiter hat eine Arbeit gemacht, die heißt Bringing It All Back Home von 2000. Und für diese Arbeit hat sie Wohnhäuser, private Wohnhäuser in den USA fotografiert, von innen und von außen. Ja, diese Einblicke eben auch oftmals in Wohnzimmer zeigen zwar Privatheit, aber diese Wohnzimmer gerieren sich trotzdem als eine Form von Blackbox, in die man eigentlich keinen Einblick nehmen kann, weder von innen noch von außen.